verschwinden und reinlasse. So, ich mache mal eine kurze Erklärung. Heuraufe ist jetzt soweit fertig. Bin immer so richtig zum Film gekommen, vor lauter Arbeit. Mir ein großes Tor gemacht, das ein kompletter Big Baller rein hat. Hier kommt der Eisigstall rein mit Heunetz zum Abdecken. Die Führungen sind 3/4 Wasserrohre. Mit mir so Führungen gemacht, lieber ein bisschen mehr Spiel wie zu wenig. USB-Platte. Da wird's, sieht man ja, wenn die die oberste hochfährt, nimmt es die untere automatisch mit. Dann haben wir günstige Rollladerantriebe verbaut. Die sind 40 Newtonmeter. Und ja, das halt auf alle Seiten. Jetzt ist wichtig, Elektrik. Jede Rolllade muss separat angefahren werden. Und hier ist sozusagen die Steuereinheit. Was da drin ist, was man unbedingt braucht, die Rolllade kann man nicht parallel schließen, also zusammen schließen, weil es sich gegenseitig stört und die gehen dann kaputt. Dann braucht man da, habe ich jetzt halt ohne Werbung, ein Zentralrelais. Das nennt sich auch Trennrelais, das heißt, da wird jeder Antrieb separat geschaltet und wenn der merkt, der ist oben, dann wird es abgekoppelt, dann gehen die nicht kaputt. Und dieses Teil, gut, das ist jetzt halt vom Baumarkt, es gibt wahrscheinlich auch andere Hersteller, ah guck, wenn das sieht, muss noch gut drauf, separat und dieses Teil wird dann geschaltet mit einem Shelly. Funktioniert einwandfrei, auch das Verbinde und so weiter und im WLAN nachher. Und man kann auch ziemlich viel Zyklen speichern, also wenn es auf und was zugangen soll. Also das ist so ein bisschen endlos. Wenn da ein bisschen Bedenken gibt, dass es nicht so oft geht, weil das braucht ja nicht jeder im Rollladerbetrieb, dass 12-mal rauf und 12-mal runter geht oder irgendwie so. Aber es funktioniert einwandfrei mit dem, kann empfehlen. Zusätzlich haben wir noch Lichtschalter reingemacht, weil das nachher im Freien steht. Dann kommt noch eine Lampe mit rein, also da wo jetzt Luft ist. Und zur Sicherheit, weil mir das mit Strom anschließt, also Steckdose, das macht schon ein bisschen weiter, haben wir eigentlich ganz normale Steckdose, dann kommt einfach Verlängerungskabel nach, wo gespannt wird. Und habe ich zur Sicherheit nochmal einen FI reingemacht und mit der Sicherung, die Sicherung sollte man noch tauschen. Die ist ein bisschen 10 Ampere, braucht man nicht, 6 Ampere reicht für die Rolllade. Ja, und mehr ist es eigentlich gar nicht.